Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Was zum Teufel? Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? So. Das nächste Mal erzählen willst. Ich könnte keinen Keiler mit einem Schuss! Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine kommt uns nicht! Thank you.
Gut, ich geb's zu. Es ist schmachvoll, von 3 Kackwürsten gefasst zu werden. Hey, Michinaso. Rossz helyen vagy, rossz időben. Vigyázz, látom az ellenséget. Az istenit! A kutya valagába! Te akartad!
Java. Magnoglass. Boss Ash. Hallod? Nein, feladom. Nein, der richtige Mann gesehen?
Follow me! Ist das so von einem Pferd gepickt zu werden? Ich fürchtete schon, wir würden uns vor der Petruskirche. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet! Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Ein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. It's Lord Capon. Get here, everybody. You, help him. Das möglich, Ratzig. Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Eis nehmen. Du hast nach mir verlangt, Herr. Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher.
Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Skarlitz angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon! Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen! Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Also schwingt eure Ärsche in die Sättel. Beeilung! Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Was zum Teufel? Was ist denn? Können wir los? Bist du bereit? Noch nicht. Und warum vergeudest du Zeit? Wir werden nicht ewig warten. Wie lange willst du uns noch warten lassen? Können wir los? Bist du bereit? Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht, und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Wieder besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Also gut, Männer, aufsatteln. Und keine Trödelei. Der Letzte, der ankommt, kriegt als auf die Rübe.
So, hilf mir doch jemand. Ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Was ist hier geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall. Ein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes eins. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein! Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pappen sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut,
wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Himmel, pass auf! Was zum? Was ist hier? Was? Hey! Was ist los? Brauchst du Hilfe? Ist das dein Ernst? Kann nicht sein. Was zur Hölle machst du da? Diese sinnlose Warum Brutalität. Du hast doch niemandem was getan. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Kann man nur so grausam sein? Hm.
Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Wenn ich sage, du sollst reden, dann redest du. Aufhören, aufhören. Lass mich in Ruhe, ihr alle. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Was führst du im Schilde? Hast du was verloren? Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Smir, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Musik
Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Mehr hast du nicht drauf? Hab sie gesehen. Wen? Da ist ein Bandit in den Wäldern. Auf der Lichtung, nicht weit vom Nordtor entfernt. Entlang des Weges. Teufel, noch eins. Holen wir sie uns. Männer, wir wissen, wo sie stecken. Ist da jemand? Gut, Männer. Pass etwas besser auf. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Was zum Teufel ist hier geschehen? Hast du genug? Bastard hat's verdient, aber jetzt wissen wir noch immer nichts.
Hey! Was zum Teufel? Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Ich habe bloß ein paar Fragen. Ich bin auf Herrn Ratzigs Geheiß hier. Herr Ratzig? Ja. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und warum haben sie sie getötet? Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Ganz mild. Er hat geschrien und sie haben ihn getötet. Haben sie etwas gestohlen? Nein. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt. Die Ställe haben gebrannt. Und überall diese Dämonen.
Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. War unter ihnen ein haushoher Kerl, ganz in Schwarz? Dieser Halsabschneider, dieser Deivel, nie wieder will ich den sehen. Also war er hier, blutrünstiges Scheusal. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Ich bin kein Waffenknecht. Ich bin einer der Überlebenden. Aus Scarlets. Ah, verstehe. Na schön, was willst du wissen? Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich.
Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau.